Willst du wissen, wie du 10.000 Euro nur in einer Woche verdienen kannst und dir damit alle Drogen kaufen kannst, auf die du Bock hast? Na, da kann ich jetzt leider nicht weiterhelfen. Ich will das auch wissen. Aber folg mir mal auf Instagram. Damit einen wunderschönen Abend, ihr Ficker, und willkommen zu den Change News vom 9.07.2021. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wurde am 3. diesen Monats eine neue Version des NPSGs veröffentlicht. Unter den neu aufgenommenen Substanzen zählt auch 1CP-LSD. Dieses wurde sehr lange Zeit über als legales LSD vertrieben. Aber das hat natürlich die Ehrenbratans an Chemikern nicht aufgehalten. Und somit wurde schon bevor die Aktualisierung überhaupt in Kraft getreten ist, eine neue Product zu LSD angekündigt. Und zwar 1V-LSD. Da die Substanz noch nicht für die private Forschung raus ist, ist noch nicht sehr viel bekannt. Was wir aber bereits wissen ist, dass im Vergleich zu 1P und 1CP-LSD eine höhere Dosis erforderlich ist. Darüber hinaus haben erste Forschungen stärkere visuelle Effekte beschrieben. Jetzt heißt es abwarten. Voraussichtlich können Hobbychemiker Ende diesen Monats selber an dieser Substanz forschen. Lange angekündigt, jetzt geht es los. Das E-Rezept kommt. Im Oktober 2020 trat das Gesetz in Kraft, welches die verpflichtende Nutzung eines E-Rezeptes bei der Verordnung von Arzneimitteln Anfang 2022 vorgibt. Anfang diesen Monats ist in Berlin-Brandenburg der Testlauf gestartet. Mitmachen kann jeder, dafür muss nur der Arzt bei der Testphase teilnehmen. Ich bin mal gespannt, wie die das umsetzen und ob die Sicherheit bei den E-Rezepten wirklich so gut wie versprochen ist. Ansonsten wissen wir nämlich alle, was das heißt. Fürs Erste war es das aber auch mit den News. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Technologie für Deutschland diesmal kein Neuland ist und die E-Rezepte wirklich fälschungssicher sind? Und wie ist es mit 1V-LSD? Seid ihr da skeptisch oder werdet ihr mit einer der Ersten sein, welche damit forschen werden? Ich bin auf eure Antworten gespannt und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video.